Fans von Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov oder Hunt Showdown steht dieses Jahr noch eine spannende Neuerscheinung an. In dem asymmetrischen Mehrspieler-Shooter Level Zero Extraction treten bis zu 11 Spieler alleine oder in Teams gegeneinander an. Das klingt zwar erstmal nach Standardkost, allerdings will Level Zero Extraction mit zwei Besonderheiten frischen Wind ins Genre bringen: dem Setting und der Spielerkonstellation. Von den maximal 11 Spielern einer Partie in Level Zero Extraction spielen zwei als furchterregende Monster. Ihre Aufgabe ist simpel: die anderen Spieler jagen und töten. Die durchsuchen nämlich als Söldner in bis zu 3 Dreier-Teams die unterirdischen Labore nach geheimen Forschungsdaten und machen sich anschließend wieder aus dem Staub. Wie in Hunt Showdown konkurrieren die Söldnerteams untereinander. Ihnen gegenüber steht das Monster-Team mit dem einzigen Ziel, die Menschen zu töten. Aber getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist, naja, zumindest erstmal mein Freund, haben die Menschen die Möglichkeit, brüchige Allianzen einzugehen. Das ist der spannende Nährboden für ungewöhnliche Überlebenskämpfe in Level Zero Extraction. Ungewöhnlich nicht nur wegen des neuartigen Ansatzes, sondern auch wegen des Settings. Wie ihr seht, spielt Level Zero Extraction in verlassenen Untergrundlaboren. Gefühle wie Isolation und Hilflosigkeit sind stets präsent. Kein Wunder, denn die Entwickler von Dog Howl Games zählen den Sci-Fi-Horror aus Dead Space zu ihren Inspirationen. Da ist es nur konsequent, dass auch Licht und Dunkelheit einen großen Einfluss auf das Gameplay haben, genau wie Geräusche von Schüssen und Explosionen bis hin zum Herzschlag. Wir haben den asymmetrischen Multiplayer-Horror-Shooter am Wochenende in einer Closed Beta gespielt und vorab bei einer Präsentation viele Infos direkt vom Entwickler bekommen. Die Gelegenheit haben wir natürlich genutzt, um Fragen direkt zum Spiel zu stellen. Und zu den Antworten kommen wir jetzt. Aber davor noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor. Dieses Video wird euch präsentiert von NordVPN, eurem Sicherheitsbuff fürs Gaming und mehr. Beim Surfen im Internet schützt NordVPN eure Privatsphäre und macht euer Spielen sicherer. Zum Beispiel hilft NordVPN dabei, euch vor DDoS-Angriffen zu schützen. Außerdem kann euch NordVPN vor aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung schützen und ermöglicht den Zugriff auf eure Lieblingsinhalte von zu Hause, wenn ihr im Ausland unterwegs seid. Für alle, die sich noch mehr Sicherheit wünschen, bietet NordVPN in seinem Komplettpaket einen verschlüsselten Cloud-Speicher und einen Passwortmanager. Holt euch jetzt über nordvpn.com/gamestar 4 extra Monate und Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Weitere Informationen und den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Falls ihr jetzt denkt, Moment mal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, habt ihr recht. Anfänglich kündigte das ukrainische Studio Dog Howl Games Level Zero, damals noch ohne das Extraction im Namen, bereits im Jahr 2022 an. Im ursprünglichen Konzept sollte ein aus maximal 4 Spielern bestehendes Söldnerteam gegen 2 Monster antreten. Die 2 Monster sind noch da, kämpfen aber mittlerweile gegen bis zu 9 Menschen. Aber lasst uns kurz bei den Monstern bzw. bei deren Ursprung bleiben. Ich sagte ja, dass das Setting in Level Zero Extraction durchaus spannend ist. In ferner Zukunft glaubt der mächtige Konzern New Horizons, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, menschliche und Alien-DNS zu kreuzen. Und mal ehrlich, was soll denn da schon schief gehen? Spoiler: eine ganze Menge. Denn eben jene Labore von New Horizons bilden die Schauplätze für die Extraktionsmission. Entweder bewegen wir uns als Söldner genauso gewissenloser Konkurrenzfirmen auf der Suche nach Forschungsdaten durch die Anlagen, oder wir lauern als monströser Alien-Mensch-Hybrid all jenen auf, die unachtsam durch die Dunkelheit stapfen. Durch die Dunkelheit stapfen ist übrigens wörtlich gemeint, denn wie es sich für ein Horror-Setting gehört, geizt Level Zero Extraction mit Helligkeit. In den heruntergekommenen Laboranlagen funktioniert kaum noch etwas und schummrige Beleuchtung erzeugt viele dunkle Ecken. Denn Licht ist in Level Zero Extraction eine mächtige Waffe. Geht es nach den Monstern, hüllen sie die ganze Karte in Dunkelheit, indem sie Lampen ausschalten oder gleich für komplette Blackouts sorgen. Denn wenn es dunkel ist, sind die ohnehin schon robusten Ungeheuer nahezu unbesiegbar. Licht ist aber auch ihre größte Schwäche und verwandelt die Biester blitzschnell in monströse Aschehaufen. Um nicht wortwörtlich im Dunkeln zu stochern, haben die Söldner Taschenlampen an Waffen und Helmen dabei, benutzen Leuchtfackeln und Knicklichter oder schalten ganz simpel ausgefallene Lampen wieder ein. So entbrennt ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, in dem alle Parteien Licht und Schatten zu ihrem Vorteil taktisch nutzen. Helligkeit schützt Söldnerteams vor Monstern, verrät anderen Söldnerteams aber die Position. Die Dunkelheit bietet Schutz, aber eben nur vor Menschenaugen. In der Praxis sieht eine Mission in Level Zero Extraction etwa so aus. Bis zu 3 Söldnerteams mit bis zu je 3 Spielern durchstreifen die Schauplätze nach Beute und Forschungsdaten
umgehen oder eliminieren etwaige Konkurrenten und entkommen anschließend vom Einsatzort, idealerweise mit vollen Taschen. Das geht als Trio oder Duo, aber auch unerschrockene Einzelkämpfer können in Level Zero Extraction in die dunklen Tiefen hinabsteigen. Was erstmal wenig vernünftig klingt, birgt Potenzial für ordentlich Spannung. Denn neben Licht und Schatten sind verschiedenste Geräusche von Schritten über Schüsse und Explosionen bis hin zum Herzschlag fester Teil der Spielmechanik. Söldnergruppen bekämpfen sich gegenseitig mit konventionellen Waffen und machen dabei jede Menge Krach. Das verrät nicht nur den Monstern, wo sich die schießwütigen Opfer gerade aufhalten, sondern verschafft auch Solospielern oder leise vorgehende Teams bessere Möglichkeiten. Getreu dem Motto, bringt ihr euch mal schön gegenseitig um, können wir in Level Zero Extraction in solchen dynamischen Situationen schnell zum lachenden Dritten werden. Dass bleihaltige Konfrontation nicht immer die beste Möglichkeit ist, merken wir am Herzschlag. Der ist unten links eingeblendet und schnellt in Stresssituationen natürlich in die Höhe und verrät den Monstern dadurch, wie in einem Wallhack, die Position der nervösen Feinde. In solchen Momenten braucht es nur wenige Sekunden, um Söldner von gestresst aber lebendig zu tot aber glücklich zu bringen. Wie in Alien Isolation nutzen die Monster ein verzweigtes Luftschachtsystem, um blitzschnell aus dem Verborgenen zuzuschlagen. Gleichzeitig dienen die Ventilationskanäle als sichere Zonen und Rückzugsorte für die Ungeheuer. Die Gruppendynamik sehen wir in der frühen Version von Level Zero Extraction sehr deutlich. Bei unseren Runden im Playtest war der Kontakt mit anderen Söldnergruppen immer etwas Besonderes. Entweder eröffnet eine Seite direkt das Feuer oder, wie hier, nähern sich beide Gruppen vorsichtig an. Über den integrierten Voice-Chat machen wir deutlich, nicht schießen, Freunde! Die anderen wollen auch nur vorbei, warnen uns aber noch vor schießwütigen Söldnern ein paar Gänge weiter. Die bemerken wir wenig später auch, machen kehrt und treffen die Gruppe von vorhin beim nächsten Extraktionspunkt wieder. Sie haben genug Beute gesammelt und extrahieren per Fahrstuhl von der Map. Wir dürfen noch nicht mit, machen uns daher nochmal in die dunklen Gänge auf. Doch zurück zu den toten Söldnern von eben. Teammitglieder stellen ausgeschaltete Kollegen innerhalb eines kurzen Zeitfensters wieder auf die Beine. Blutet der Kollege aber vorher aus oder nimmt direkt so viel Schaden, dass eine Wiederbelebung gar nicht möglich ist, kommt er auf andere Weise ins Spiel zurück, nämlich als Drohne. Für den Rest des Matches unterstützen gefallene Soldaten mit zusätzlichen Augen und Ohren die Kollegen weiter. Die kleinen Spähroboter erkunden finstere Gänge, sammeln Beute ein, betätigen Schalter und richten mit ihren Lampen sogar geringen Schaden gegen Aliens an. In den Gängen patrouillierenden Wachrobotern mit Geschützen sollten sie aber lieber nicht vor die Linse fliegen. Die Monsterseite ist dagegen einfacher gestrickt. Alle Söldner jagen und töten. Sie respawnen endlos, müssen aber nach jedem Tod 30 Sekunden auf den Wiedereinstieg warten. In dem sich über die ganze Karte erstreckenden Luftschachtsystem sind sie äußerst mobil und setzen verheerende Spezialfähigkeiten ein. Dazu sammeln und verspeisen sie Energie in Form von ekligen Eiern. Haben sie genug ihrer, naja, Monsterenergie aufgebaut, spucken sie zum Beispiel stunnenden Schleim, stellen fiese Fallen auf oder sorgen mit einem mächtigen EMP-Angriff für Dunkelheit, Chaos und hohe Herzfrequenzen. Weil die Söldner die Eier auch sehen und zerstören können, nutzen die Monster das aus. Fiese Eierfallen, die bei Kontakt durch Menschen explodieren, gehören fest zu ihrem tödlichen Repertoire. Egal ob Monster oder Söldner, für beide Teams gibt es ein matchübergreifendes Levelsystem. Davon war im Playtest schon ein Grundgerüst zu sehen. Sowohl als Mensch als auch als Alien verdienen wir in den einzelnen Runden Geld. Söldner extrahieren Beute, die sie bei Händlern verkaufen, Aliens werden pro Kill bezahlt, können mit dem Geld aber bisher nichts anfangen. Das System mit den beiden Parteien erinnert nämlich stark an die beiden Spielmodi in Escape from Tarkov. Als Söldner kaufen wir unsere Ausrüstung für Ingame-Geld bei Händlern ein. Sind unsere Kassen leer, spielen wir ein paar risikofreie Runden als Monster, um uns wieder flüssig zu machen. Anschließend kaufen wir ein und pirschen uns auf der menschlichen Seite erneut durch die gefährlichen Anlagen. Dabei bedeutet jeder Tod als Söldner nicht automatisch einen Komplettverlust der Ausrüstung. Das Inventar unterscheidet zwischen Taschen, Rucksack und sogenannten Safe-Slots. Packen wir Sachen in die Safe-Slots, retten wir sie auch im Todesfall, haben aber nur sehr begrenzte Kapazitäten. Logisch, dass wir da nur wertvolle Items ablegen. Das dafür nötige Micromanagement sehen wir nach unseren Eindrücken vom Wochenende aktuell irgendwo zwischen fummelig und spannend. Denn wenn wir gerade Kisten oder Leichen durchstöbern und abwägen, welche Items wir in die Safe-Slots packen und dann dieses durch Mark und Bein gehende Blackout-Geräusch hören, müssen wir auf alles gefasst sein. Auf alles gefasst sein müssen wir in Level Zero Extraction auch, was die weiteren Möglichkeiten in Sachen Charakterentwicklung via Skilltrees angeht.
Weitere Spezialisierungen, etwa in Richtung lautes oder leises Vorgehen, waren im Playtest noch gesperrt. Einzig 5 verschiedene Händler mit individuellen Schwerpunkten für etwa Waffen, Fackeln oder Heilung konnten wir schon nutzen. Indem wir gesammelte Beute fleißig verkaufen, steigern wir unseren Ruf bei den Kaufleuten, was uns den Zugriff auf höherwertige Ausrüstung ermöglicht. Wie das System in Gänze funktioniert, ist aktuell noch unklar. Wie es aussieht, verwalten wir in Level Zero Extraction nur unsere Ausrüstung und müssen nicht etwa wie in Hunt Showdown den Charakter an sich ersetzen. Ausrüstung und Beute sind die zentralen Themen im Spiel, weil mit besserer Ausrüstung die Chance auf wertvollere Beute steigt. Wertvollere Beute finanziert wiederum bessere Ausrüstung für die kommenden Runden. Für die Zukunft sind Waffenindividualisierungen mit Lasern, Lampen oder größeren Magazinen geplant, genau wie die sogenannten Modification Chips. Die sollen ähnlich wie das Würfelverfahren in Path of Exile funktionieren und uns verschiedene Buffs und Debuffs verleihen. Im Playtest gab es diese Möglichkeit aber noch nicht. Nach unseren Erfahrungen vom Wochenende sind wir der Meinung, dass Buffs und Spezialausrüstung für die Söldnerteams auch dringend nötig sind. Denn die Monster erscheinen zumindest uns als starke Widersacher. Und damit sind wir auch schon bei der größten Baustelle, die wir in Level Zero Extractions aktuell sehen, dem Balancing. Dark Howl Games muss hier wirklich abliefern und die beiden sehr gegensätzlichen Parteien trotz aller Unterschiede ebenbürtig gestalten. Das funktioniert zum einen mit einem durchdachten Konzept und zum anderen mit wertvollen Erkenntnissen aus Community Events, wie eben dem Playtest. Dass sich die Entwicklerinnen und Entwickler des ukrainischen Studios sehr viel Gedanken über ihr Spiel gemacht haben, merken wir an sehr vielen Stellen. So monierten wir während unserer Runde als Monster zunächst den Leerlauf zu Rundenbeginn, weil wir praktisch keine Gegner fanden. Als Monster machen wir nichts anderes als Eier essen und Opfer suchen. Nach einem Seitenwechsel waren wir aber froh, nicht direkt von den Aliens behelligt zu werden, sondern uns erstmal mit Umgebung und Spielgefühl vertraut machen zu können. Das Gameplay entspricht zwar größtenteils Shooter-Standards, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Die Entwickler von Dark Howl Games wollten nicht das Gefühl vermitteln, mit Maus und Gamepad eine Kamera auf dem Kopf der Spielfigur zu bewegen. Stattdessen legten sie den Fokus darauf, die Waffe auszurichten. Hier im Material seht ihr ganz gut, wie sich beim Umsehen tatsächlich erst die Hand mit der Waffe bewegt und minimal versetzt die restliche Figur folgt. Nach ein paar Minuten geht es in Fleisch und Blut über, es spielt sich aber zunächst etwas hakelig. Das ist aber durchaus gewollt, denn wir sind in Level Zero Extraction keine wild ballernden Actionhelden. Die Figuren bewegen sich vorsichtig und stehen sich in engen Passagen auch gern mal gegenseitig im Weg. Ob die Ideen des Studios auch auf lange Sicht funktionieren und motivieren oder ob sowas wie die sich versetzend bewegende Figur eher ein nettes Gimmick bleibt, sehen wir spätestens Ende des Jahres. Dann nämlich soll Level Zero Extraction mit 2 Karten in den Early Access gehen. Wann die finale Version für PC, PlayStation 5, Xbox Series S und X sowie die Last-Gen-Konsolen, PS4 und Xbox One erscheint, ist noch nicht klar. Wir sind nach der Präsentation und dem Playtest jedenfalls sehr neugierig und behalten den ambitionierten PvP4E-Shooter im Blick. Level Zero Extraction hat das Zeug zu einem atmosphärischen Multiplayer-Meilenstein wie Aliens vs. Predator. Das überzeugte 1999 auch mit 3 völlig unterschiedlichen Fraktionen, individuellen Stärken und einem ausgefeilten Balancing. Bis es aber bei Level Zero Extraction soweit ist, braucht es nicht nur viel Zeit und Feedback, sondern damit einhergehend auch Antworten auf viele Fragen. Nämlich, wie gut bekommt das Studio die beiden Teams ausbalanciert? Aktuell haben wir den Eindruck, dass die Aliens noch zu mächtig sind. Und funktioniert das doch recht ambitionierte Matchmaking mit bis zu 3 Dreierteams gegen ein Zweierteam in der Praxis überhaupt? Nach unseren Erfahrungen gibt es für die Söldner bisher wenig Motivation, gegeneinander zu spielen. Es gibt nicht wie in Hunt Showdown eine große Beute. Stattdessen genügt es, im Level ausreichend Loot für die Extraktion zu sammeln. Außerdem, was passiert, wenn alle Söldner, aber niemand Monster spielen möchte? Zwar gibt es automatische Geschütze auf der Karte und bei zu wenig Spielern soll es zusätzlich feindliche NPC auf den Karten geben, die Dynamik menschlicher Spieler, die sich in ihren Teams absprechen und im Angesicht eines clever agierenden Feindes sogar Allianzen mit den Gegnern eingehen, können Bots aber einfach nicht ersetzen. Am Wochenende war die Wartezeit für Monsterrunden zumindest bei uns mit mehr als 2 Minuten deutlich länger als bei Spielen auf der Gegenseite. Spätestens im Herbst, wenn zum Early Access die Monster erneut von der Leine gelassen werden, erfahren wir mehr. Bis dahin bleibt Level Zero Extraction ein spannendes Projekt mit einem anderen, aber keineswegs schlechteren Extraction-Shooter-Ansatz.